Bist du nicht langsam müde geworden? Du schaust zu weit, mein Freund. Ich bin doch hier bei dir. Wieso bist du so wütend? Wer hat dir was getan? Das Leben ist einfach so schwer geworden. Ich will diese Scheiße einfach nicht mehr. Ständig dieser Druck von außen. Ich will doch einfach nur mein eigenes Ding machen. Und nicht mehr verurteilt werden für das, was ich bin. Der Einzige, der dich verurteilt, bist du selbst, mein Freund. Du badest hier wörtlich in Selbstmitleid und erzählst dir Geschichten, wieso das Leben so hart sein soll. Erkennst du nicht, wer dich wirklich in diese Lage gebracht hat? Bist du bereit, deine Ketten zu sprengen? Hast du dich schon mal gefragt, wieso gerade heute immer mehr Menschen unglücklich sind, obwohl es uns doch eigentlich besser gehen sollte denn je? Wieso machen uns Amazon, Instagram, Tinder und das neueste iPhone nicht glücklich? Und wo liegt die eigentliche Ursache dieser Misere begraben? Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der das perfekte Leben für uns bereits vermeintlich perfekt entworfen wurde. Zur Schule gehen, eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren, heiraten, Kinder kriegen und in einem Unternehmen arbeiten, bis man 65 ist. Doch immer mehr Menschen wachen auf und merken, dass sie eigentlich mehr vom Leben wollen. Ihr größtes Ziel ist es, ihre Ketten zu sprengen und endlich frei zu sein. Doch Freiheit ist kein Ziel, sondern eine Entscheidung. Ein Kernwert, nach dem du täglich lebst, sofern du den Mut dazu hast. Das heißt, dich von dem Verlangen nach Sicherheit und Komfort zu lösen und dich dem Ungewissen zu stellen. Das heißt auch, in den Spiegel zu schauen und seinen Schatten anzuerkennen und sich nicht mehr selbst zu belügen. Das sind keine einfachen Entscheidungen, ich weiß. Aber hey, wann haben einfache Entscheidungen jemals schon zu einem einfachen Leben geführt? Willst du dir deine Zukunft selbst erschaffen oder lieber warten und zusehen, wie jemand anderes einen Plan für dich erschafft? Am Ende bleibt nur eine Frage übrig. Wie weit bist du bereit zu gehen? Genau diese Frage habe auch ich mir gestellt, als ich mich damals selbst verloren habe. Manchmal muss man sich eben selbst verlieren, um sich neu zu finden. Die gute Nachricht ist, dass es nicht mehr als eine Entscheidung ist, die dich von deinem Chainless Life trennt. Genauso wie alle bisherigen Entscheidungen deines Lebens dich genau hier hingebracht haben. Deswegen hast du jetzt die Chance, den ersten Schritt in Richtung Freiheit zu gehen. Zahme Vögel singen von der Freiheit, wilde Vögel fliegen. Der ist unten. Der ist, glaube ich, unten hier. Danke. Ja, ich weiß, was das ist. Tschüss. Nee, das ist, glaube ich, für die Serenia. Ist doch nicht dein Paket mit den Büchern. Nein, ist immer noch nicht meins. Serenias Föhn. Weißt du eigentlich, was du hier gerade überbringst, Bro? Was? Eine Bombe. Aber eine gute. Eine geile Bombe, Bro. Danke, Tima. Ja. Jetzt kam die an, glaube ich. Hey, das ist der erste Schritt in Richtung Freiheit. Das freut mich. Das freut mich auch, Bro. Danke. Für dich. Tschüss. Leute. Der Weißabgleich sagt. Der Weißabgleich sagt, aber das hier, das sagt nicht, Mann. Ganz im Gegenteil.
Das sagt höchstens jetzt mal ein bisschen eure Gehirnzellen. Die muss man auf jeden Fall anstrengen. Oh, 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 sie existieren. Sie sind real. Leute, 18 Monate. Geschrieben auf 6 Kontinenten und 19 Ländern. Ich übertreibe nicht. Ich weiß nicht, wie viele Flugzeugflüge. Ich weiß nicht, wie viele Hotelzimmer und Airbnbs und wie viele Städte. Es hat ganze 2 Revisionen gebraucht. Ein Ghostwriter ist ausgestiegen, weil es einfach zu krass war. Aber jetzt ist es hier. Dieses kleine Buch hat jetzt das Licht der Welt erblickt und wird jetzt in eure Hände übergeben, damit jeder hier das Beste draus macht. Bro, danke für alles. Jetzt erhältlich auf Amazon und natürlich auch das E-Book. Ich persönlich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Wenn ihr mich supporten wollt, holt es euch nicht nur als Buch, sondern auch als E-Book. Weil das E-Book, da werde ich nicht, 70% beraubt. 70% der Einnahmen gehen an Amazon. Deswegen, wenn ihr mich supporten wollt, holt euch das E-Book und bestellt euch eine Ausgabe und bestellt sie für eure Freunde, für eure Freundin, für eure Mitarbeiter, wenn ihr ein paar Leute im Team habt. Und ich würde sagen, Mission hat gestartet. Und bevor ich es vergesse, wir müssen sie noch verpacken jetzt und an unsere Homies schicken. Die ersten paar werden jetzt hier von Hans signiert. Also seid schnell. Dann holt ihr euch noch eine Widmung von mir. Dass ihr mal seht, wie meine Handschrift hier, meine Kinderschrift aussieht. Ihr wisst Bescheid. Also hier wird nichts gefaked. Die gehen alle wirklich von mir aus hier. Und ja, jetzt mache ich hier noch weiter. Das ist anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Knochenjob. Wir warten auf noch ein Paket. Und wenn alles gut geht, dann kriegen wir die heute noch zur Post. Aber es wird knapp. Hä? Die machen jetzt dann gleich zu. Die machen bald zu, ja. Ja, also das werden wir nicht mehr schaffen, Leute. Aber ihr wisst Bescheid. Amazon Prime, habt es in einem Tag bei euch. Und wie gesagt, E-Book holen, ganz wichtig. Und Kindle holen, alles holen. Einfach alles. Und bewerten, ne? Und shit, habe ich fast vergessen. Also das mit den Bewertungen ist ja so, Amazon macht dir das ziemlich fair, also die zeigen auch immer, hast du das Buch gekauft. Ich will hier keine Fake-Bewertungen, aber wenn ihr, und ich weiß, dass die ersten paar Kapitel schon in sich haben, wenn ihr findet, das Buch haut rein, dann wartet nicht, bis ihr es durchgelesen habt. Das sind 36 Kapitel, also ich erwarte von niemandem, dass er dafür nicht mindestens einen Monat braucht oder ein Kapitel pro Tag, das sollte drin liegen. Also in 5 Wochen seid ihr durch und deswegen ist es wichtig, Leute, dass ihr nicht lange zögert. Sobald es euch flasht, 5-Sterne-Bewertung bei Amazon, damit zeigt ihr wirklich den wahren Support. Und Support ist kein Mord, das wissen wir, oder? Deswegen mache ich jetzt auch hier weiter. Perfekt. Buchdelivery kommt! So Leute, die ersten Exemplare gehen natürlich, wie könnte es anders sein, an unsere Berliner Freunde hier. Ich habe mittlerweile auch ein Office hier. Seht ihr? Natürlich über Rocker im obersten Stock. Ne, ist eigentlich das von Michael Jordan. Ne, das von Michael Jackson. Laufen wir. Der erste Stock, Bro. So. Guten Abend. Hi. Sehr, sehr gut. Hallo. Hey, na? Wie geht's dir, Mann? Sehr gut, schön, dass du da bist. Ich habe gestern den Film gesehen. Hast du den Film gesehen? Richtig geil. Ja, Leute, das ist krass. Ich habe jetzt die letzten paar Tage, glaube ich, in diese 500 Mails gekriegt von Leuten. Boah, Netflix. Game Changer. Also ich bin bis heute hier noch vegan, den ganzen Tag schon. Schon den ganzen Tag? Gucken wir mal, wie lange jetzt noch. Schauen wir mal, wie lange. Das ist immer so ein bisschen, dass man in Aktionismus verfällt. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt vegan. Aber du weißt ja, ich habe ja schon mal vor 4 Jahren schon mal 2 Wochen vegan gemacht. Hey Bro, ich habe hier was für dich. Nice. Mit einer persönlichen Widmung. Du bist einer der Ersten hier. Einfach weil wir haben ja schon einiges gemeinsam, oder? Auf jeden Fall. Nicht nur die gleichen Supplements. Nicht nur den geilen Körper. Sehr viele Vorlieben und ja Mann. Aber auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich war genau vor einem Jahr hier, haben wir uns getroffen fürs erste Mal. Ein Jahr mit Rocker schon vergangen, gute Zeit gehabt wirklich und ich glaube, wir haben noch einiges vor, oder? Das ist erst der Anfang gewesen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, freue ich mich. Gut durchgesuchtet. Ja, und an dieser Stelle auch wirklich der erste Schritt in Richtung Freiheit. Das ist wirklich nur der erste Schritt, das Buch mal wirklich zu lesen. Das ist das Commitment, was es braucht. Ich habe nicht umsonst 18 Monate Arbeit hier reingesteckt.
dem Buch auch wirklich einen zweiten Teil verpasst. Das heißt, wir haben jetzt nicht hier nicht nur, oder ich möchte vielleicht noch so kurz zeigen, wir haben jetzt hier das Intro, das sind so drei Kapitel, damit man mal weiß, was für ein richtiger Saubub ich war. Was für ein richtiger, wie sagt man bei euch? So ein Lausbub. So ein Lausbub, so ein Bengel. Also da werden auch ein paar Sachen aufgedeckt, die ich so noch nie erzählt habe. Und dann im ersten Teil geht es wirklich einfach mal darum, das ganze Problem zu beschreiben. Eine bittere Wahrheit, so ist es halt wirklich. Die äußeren Ketten, die inneren Ketten. Und dann geht's los, Leute. Gleiches Spiel, neue Regeln. Chainless Denken, Chainless Handeln und dann Chainless Leben. Und nicht zuerst den Leuten zugucken, wie sie es leben, sondern zuerst beim Denken anfangen. Das Buch bringt den Content in den richtigen Kontext. Ich bin sehr stolz und hoffe natürlich, dass ihr alle nicht nur ein Exemplar holt, sondern am besten 10. Schenkt es euren Mitarbeitern. Kann man das holen auf Amazon? Oder? Amazon, ja. Amazon oder natürlich auch E-Book, wenn Leute paperless feiern. Ja. Gibt auch viele Leute, die mittlerweile sagen, hey, für was Papier, oder? Ja. Ich bin auch so ein Typ, ich mag das dann gern gelesen ins Regal stellen und dann so, ja, so ein Trophäenschrank. Ja, das ist schön. Freue ich mich, das so. Yes, Leute, Grüße aus Berlin und die Ausgabe geht übrigens an Julian. Ich weiß nicht, ob du ihn vor mir siehst. Ich sehe ihn morgen. Sehr gut. Wir sehen uns in Bali wieder, Leute. Namaste und bis zum nächsten Mal.